Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Ihr seht's, mein Greif ist wohlauf. Wir sind hier schon wieder unterwegs. Und zwar habe ich da so ein, zwei Vorhaben, die sich eigentlich einander bedingen, ergänzen. Ich bin mir nicht sicher, denn eigentlich möchte ich mir einen Terrazino zähmen. Allerdings hat er ja richtig krass Torpor. Terris sind auch ziemlich mühselig zu zähmen. Beziehungsweise halt dauern ziemlich lange auch. Und dafür hätte ich halt gern diese viel besseren Narkosepfeile. Dazu brauche ich Toxic Narcotic und dazu brauche ich Toxic Blood. Und das bekommen wir von diesen grünen Dinos, diesen Toxic Direwolves oder auch Sabertooth habe ich ja hier schon gesehen. Und da bin ich jetzt gerade hier hingeflogen, wo ich die gesehen habe. Beziehungsweise können wir das ja hier mal kurz abfliegen. Denn das wäre schon richtig gut, wenn wir uns da was holen können. Und da können wir den Greif nämlich gleich nebenbei noch ein bisschen trainieren. Der hat ja richtig viel Torpor, 76.000. Von daher sollte das eigentlich klappen, dass wir da so ein Toxic Vieh locker flockig erledigen können. Theoretisch. Praktisch ist das alles nochmal eine ganz andere Geschichte. Okay, mit Toxic ist hier gerade nicht viel los. Da kommt immer mal ein Wyvern raus. Geflogen. Da ist ein Toxic Terrorbird. Ich habe ihn noch genau gesehen. Oh, ich glaube, da war ein Drache. Schauen wir mal. Bam. Komm ruhig mal mit. Ja, du. Wir können mal das Fernglas anmachen. Da sehen wir auch ungefähr, was wir an Schaden schon gemacht haben bei dem Kollege. Okay. Also das muss ich halt echt noch ein bisschen üben. Mit diesem Sturzangriff. Aber sollte möglich sein. Ja, und da seht ihr, er versucht mir Torpor zu geben, beziehungsweise macht auch Torpor. Aber nicht allzu viel. Das ist alles noch aushaltbar für meinen Greif momentan. Allerdings muss ich halt mit meinem Leben auch ein bisschen aufpassen. Ich kann ja aus der Luft weiter angreifen. Der ist ja gleich kaputt. Komm. Ja. Sehr gut. Super. 11-mal Toxic Blood. Hier mit rein. Okay. Das bolzt nicht so schnell. Sehr gut. Sehr gut, und wir haben 12 Level-Ups. So, ich denke mal, das ist eine gute Aufteilung. So, jetzt mache ich das Fernglas wieder aus, denn sonst sehe ich nicht so wirklich, wo jetzt der nächste Toxic ist. Ist das eigentlich ein Drache oder ein Wyvern? Jetzt ist er gerade weggeflogen. Egal, vielleicht könnt ihr mir das ja in die Kommentare schreiben. Ich will nicht näher ranfliegen, um das zu erforschen. Ist das ein normaler Wolf? Toxic Direwolf. Na, seht mal ihn an. Ach, ich hab das schon wieder nicht hinbekommen mit dem Angriff. Da ist er. Ja, jetzt. Genau so wollte ich das. Kommt mal mit. Nicht, dass dann hier gleich noch was schief geht. Und der Skorpion mit dem klaut. Ja, der teilt schon gut aus. Tada!
Damit haben wir nochmal 26 Toxic Blood haben wir jetzt insgesamt. Ich weiß gar nicht, ob es ein Toxic Pulminoscopius gibt, aber ich denke mal hier nicht. Und schaut mal, Toxic Narcotic bekommen wir von denen auch noch. Und auch solche Pfeile. Das heißt, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, was wir hier machen. Natürlich nimmt mein Greif da ein bisschen Schaden, beziehungsweise ist er jetzt auch so krass verletzt, weil ich ihn auf Leben gelevelt habe. Da braucht er sowieso noch ein bisschen was. Aber so funktioniert mein Plan erstmal ganz gut. Der geht ganz gut auf. Natürlich braucht man für das Toxic Narcotic braucht man auch noch Pilze und Blumen. Jeweils zwei. Aber das ist immer noch erschwinglich, will ich mal sagen. Wer rennt denn dort unten? Alpha Ravager, okay. Nee, das ist jetzt nicht so das Richtige. Das sieht halt hier auch alles so grell aus, habe ich das Gefühl. Ist das bei euch auch so? Ich glaube nicht, dass es an meinem Bildschirm unbedingt liegt. Hier sind Mantis. Werden aber alles normale sein. Aber das Gute ist, hier ist ein bisschen was los. Das heißt, die Chance ist höher, dass wir was finden. Thylacoleus. Normaler Phony Dragon. Weiß auch gar nicht, ob's. Ich denke mal, dass es von jedem Dino eine Toxic-Version gibt, oder? Da kenne ich mich in Primal 4 noch zu wenig aus. Als dass ich das beurteilen könnte. Vielleicht weiß da ja jemand von euch mehr. Aber ich könnte es mir fast vorstellen, dass es davon jeden eine Toxic-Variante gibt. Hier ist ein Raptor, allerdings ein ganz normaler. Und die werden vielleicht auch wirklich überall verteilt sein auf der Insel. Oder auf den Inseln. Hier wird es dann schon wieder eher friedlicher. Also ich denke mal, ich werde schon bei der Wüste bleiben müssen. Aber schaut mal, der Torpor-Wert sinkt schon wieder ganz schön krass. Hier ist ein Teleporter. Was bist du eigentlich? Bist du ein Equus? Ich glaube, der Magen von meinem Alpha-Equus. Von meinem Greif. Knurrt. Schon wieder nicht geschafft. Ich übe jetzt mal kurz, ne, Leute? Ah, Mist! Gibt's doch nicht. Vorhin hat es doch auch super geklappt. Der bremst immer vorher nochmal ab. So, lass mich noch einmal probieren. Okay. Und wenn ich gar nichts drücke, dann passiert auch gar nichts. Also man muss anscheinend wirklich im richtigen Moment die linke Maustaste drücken. Den Moment, den erwische ich nie. Um hier wirklich diesen krassen Schaden zu machen. Ich mache zwar Schaden, aber nicht wirklich viel. Diese 3000 Schaden, die ich vorhin gemacht habe, wären da schon besser. Das gibt's doch nicht. Ich muss da echt noch ein bisschen üben. Ich hatte echt zu wenig im Greif. Gamer HD, du weißt, wovon ich rede. Da. Da habe ich es geschafft. Denn das ist ja das richtig Coole an dem Greif. Dass der so viel Damage macht. Mit seinem krassen Angriff. Leute, sowas muss auch geübt werden. Ja. Aber ich bleib jetzt mal hier unten kurz. Bei dem Alpha-Pferd. Macht auf jeden Fall auch weniger Schaden als die Toxic Creatures. Da hinten ist noch ein Toxic Wolf. Sehr gut. Wow. Was ist das denn? Ich muss mich mal eben hinsetzen.
Und vor allem muss ich auch aufpassen auf mein Leben. Denn dadurch, dass es hier so heiß ist, verliere ich da auch gerade ein bisschen was. Okay. Ob das jetzt was bringt, ich weiß es nicht. Mein Greif hat schon gut Leben verloren. Hier ist ein Level 60er. Den sollten wir doch kriegen, oder? So. Komm. Okay. Mann, 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 Mann. Ja. Bäm. So habe ich mir das vorgestellt. Genau so. This is how we do it. 37 habe ich schon. Small Experience Potion, das ist natürlich super. Und natürlich immer diese Special Sachen, die wir hier dazu bekommen. Das ist top. Schon allein dafür lohnt es sich, hier mal ein bisschen zu suchen. Also Leute, Primal 4 hat wirklich verschiedene Facetten. Was ich mir auch noch zähmen muss und auch möchte, ist Nankylo. Weil ich ja mein Schloss bauen möchte. Und da brauche ich mächtig, mächtig viel Metall. Ich weiß auch schon, wo es Metall gibt. Ich war im Offscreen mal unterwegs. Da seht ihr es beim blauen Obelisken. Da in der Nähe gibt es richtig viele Metallspots. Wo wir halt doch mal hinreisen sollten. Okay, normalerweise waren hier am Strand auch immer solche Toxic Dinos. Da hat er meine Base gebaut. Cool. Und was ist das? Light Wyvern. Cool. Also wie gesagt, Leute, hier gibt es so viel verschiedene Kreaturen, Dinos, wie auch immer man das alles bezeichnen will. Es gibt halt echt viel zu entdecken. Wer ist das denn? Buffoon. Gigantopithecus. Seht ihr? Gleich die nächste. Ja, ranzoomen wird halt hier nichts. Ich würde den gerne mal von nahen sehen. Hab allerdings Angst, dass der mir gleich ein bisschen Damage austeilt, wenn ich zu nah rangehe. Der sieht krass aus. Sieht richtig krass aus. Deshalb lassen wir ihn mal. Oh, schaut mal. Da bewegt sich jemand unter der Erde. Alpha Reaper Queen. Wundervoll, wundervoll, Reaper Queenie. Dich brauche ich aber nicht momentan. Ich will das alles irgendwann mal selbst haben. Ich hatte noch nie einen Reaper. Dazu habe ich zu kurz Aberration gespielt. Und dann auch zu wenig auf Ragnarok gemacht. Das war halt immer das Problem, dass Raikun halt mehr Zeit hatte als ich und deshalb auch mehr gezähmt hat. Aber ich glaube, eine Reaper Queen hat er auch noch nie, oder ein Reaper. Wir haben ja im Finale von Ragnarok haben wir ja versucht, Reaper zu erwischen. Das ist allerdings nicht wirklich geglückt. Ende ist niemand erschienen. Also irgendwie heißt es ja, man muss sich schwängern lassen und dann ich. Keine Ahnung. Schaut mal, hier tauchen jetzt gerade hintereinander weg die Toxic-Kreaturen auf und wir skillen mal ordentlich auf Angriff. Ja. Bam. Genau so. So wird es was. Mit uns. Du bist ein normaler Terrorbird? Ne, du bist auch ein Toxic. Cool. Cool, Leute. Jetzt wird's. Es wird langsam. Und dann haben wir auch schon so ziemlich gut was zusammen. Wow. Mastercraft Ravager Sattel. Ist natürlich auch gut. Und ihr seht, wenn ich den Angriff wirklich beherrsche, dann kriege ich das hin mit nur einem Schlag. Die Viecher zu killen. Krass. Toxic Terrorbird Sattel. Toxic Direwolf. Toxic Ravager. Also ihr seht,
Es scheint halt wirklich von den Toxic Creatures alle möglichen zu geben. Da ist ein Alpha Dedon. Deodon? Dedon? Raptor. Da ist ein Toxic Sabertooth. Ich habe da mittlerweile einen Blick dafür. Okay, die grüne Farbe, die hilft natürlich auch. Gut, kann ich immer klappen. Gleich nochmal. Wenn ich sehe, wo er ist, hier. Ja! Diesmal hat es hingehauen. Sehr, sehr gut. Ja. Oh, der ist heftig. Der ist heftig. Vom Level her. Wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht zum Zähmen gewesen. Aber alles meine. Alles meine. Ja. Okay. Ich will es jetzt nur noch beenden. Ich will es jetzt noch zu Ende bringen. Ich weiß, mein Greif sieht überhaupt nicht gut aus. Und ich hoffe, wir haben jetzt auch erstmal. Also eigentlich haben wir schon erstmal genug, dass wir wieder in die Base können. Ach, hier ist aber noch eine. Hier ist noch eine, Leute. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind und dabei sind, können wir den noch auch noch killen, oder? Ich muss nur ein bisschen aufpassen auf meinen Greif. Der darf nicht sterben. Ja, sehr gut. Yeah! Der Greif ist echt einmalig. Gut, dass wir uns so einen starken geholt haben. Okay, ich level ihn mal noch ein bisschen auf Leben. Ja, 96 Toxic. Und schaut mal, hier haben wir noch Potent Narcotic. Wir haben ein paar Pfeile dazu bekommen. Sättel haben wir jetzt wirklich mehr als genug. Wollen wir uns porten? Oh, was ist das denn für ein riesen Moshops? Ein Elder Moshops. K.O. Das ist halt das Gute. Wenn man sich mit Primal 4 nicht so auskennt, dann hat man hier dieses Spyglass und das sagt einem, wie man die Dinos zähmen kann. Also halt, ob mit K.O. oder passiv und mit was. Warum wolltest du jetzt losfliegen? Sehr mysteriös. Megalodon. Toxic Megalodon, cool. Toxic Terrorbird. Toxic Direbear. Terrorbird. Ah, also von Sättel. Echt krass, was wir hier alles gesammelt haben. Oh nein. Ich bin so langsam. Aber so. Das hält in meinem Inventar nicht ganz so lange. Drugs, Narcotics, Toxic. Bam. Allerdings werden uns schnell die Pilze ausgehen. Ja, das sage ich doch. Deshalb werde ich das hier wieder in den Wolf erstmal packen. Wobei, ich könnte es auch in den Jaboa hier packen. Oh, schaut mal, wir haben ja auch noch ein bisschen was gehabt. Also so krass schlimm ist es nicht. Und schaut mal, das dauert ewig, bis es in dem Jaboa spoilt. So, du bekommst jetzt erstmal ein bisschen was am Level. Wenn wir schon mal sehen, dass sie hier aufleveln waren. Oh, hier haben wir auch noch was. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann geht das gleich noch hier mit hin. 137. Freunde, das ist echt super. Ein Level ab nur. Das ist halt echt krass. Ich habe so viele Dinos getötet. So, Level 3 und 5. Was ist das denn? Cool. Stimmt, hier gibt es eine ganz andere Rüstung. Primal Blood. Von wem bekommen wir Primal Blood? Apex Blood. Primal Blood? Primal Blood. Das ist natürlich krass, so eine neue Rüstung.
Hier, Alpha, also die Rüstung, die lerne ich jetzt mal komplett. Primal. Diese Alpha-Rüstung, die können wir auf jeden Fall angehen. Dann sehen wir auch richtig cool aus. Ich gebe hier mal Alpha ein, damit wir hier wirklich alles. Also Alpha-Sattel können wir auch schon fast alle lernen. An Rüstung. Okay. Mehr gibt es jetzt hier nicht an Rüstung. Alpha Rock Drake Tech-Sattel. Black Boots, Gauntlets und. Ach, hier. Sehr schön, dann müssen wir uns nur noch auf die Suche nach Alphas machen, oder Leute? Wie seht ihr das? Erst hatten wir. Alphablatt haben wir auch drei hier. Er hat auch drei. Ich wollte dich eigentlich gerade mal ein bisschen heilen. Damit es nicht so ewig dauert. Hier links du. Verzögert's das? Ja, anscheinend. Man könnte natürlich auch, wenn ihr die Meldung hier seht, spenden. Und bis zum 15.12. einen Apex, Max Level Apex Terry abgreifen. Könnte man machen, aber ich finde das immer doof, aus solchen Gründen zu spenden. Das ist immer nicht so schön. Ich schau mal, was ich jetzt hier an Rüstung machen kann. Armor, Metal, Alpha. Schaut mal, das hat auch richtig krass viel. Yeah. Armor. Beziehungsweise brauche ich ja gar nicht mal unbedingt alles. Helm habe ich einen krasseren. Okay. Da fehlt uns jetzt einmal Alphablatt. Macht aber nichts. Denn wir haben jetzt. Uah. Sehr cool. Wir haben jetzt den Großteil der Rüstung ersetzt. Den hebe ich trotzdem mal auf. Und Sattel haben wir echt krass viele. Ich muss ja auch mal. Irgendwie muss ich immer bessere Schränke und so aufbauen. Aber das machen wir dann zusammen das nächste Mal. Irgendwie muss ich auch noch an Pilze wiederkommen. Ich habe da mal keinen Bock, so ewig zu sammeln. Muss mal schauen. Ja, eigentlich muss ich wieder sammeln. Es nützt ja nichts. Healing Stew kann man zum Glück richtig cool craften. Ist kein Problem. Und schaut mal, was wir hier alles bekommen haben. Das ist schon. Allein dafür lohnt sich das, die Viecher zu bekämpfen. Das ist schon richtig krass. Die Small Experience Potion. Nehme ich die vielleicht lieber selbst? Gebe ich die meinem Greif? Ich weiß es nicht. Der muss jetzt erstmal noch ein bisschen heilen. Denn sonst können wir mit ihm nicht auf Jagd gehen. Seltene Pilze. Ich habe schon mal probiert, ob der Moshops besser sammelt, seltene Pilze, als ich mit meinem ganz normalen. Oh, Moment, die kann ich ja gleich nehmen. Mit meiner ganz normalen Spitzhacke. Aber dem ist nicht so. Deshalb. Ah, Moment, die war besser, ne? Die war besser. Zack. Sehr schön, Leute. Also wir werden mal sehen. Irgendwie brauchen wir noch Pilze, dann können wir das herstellen, dann können wir einen Terry zähmen. Wir haben jetzt 7 Toxic Narcotic. Arrow. 7 Pfeile können wir schon herstellen. 2 Pfeile haben wir, wären schon mal 9. Das ist schon mal richtig viel wert, Leute. Versteht mich nicht falsch. Aber brauchen unbedingt mehr. Und hier seht ihr die Steigerung. Das ist echt krass. Aber ich will halt das auch jetzt langsam mal wirklich nutzen. Denn es ist ja eine Hilfestellung, die es Primal 4 hier gibt. Und die sollte man nicht verkommen lassen. Ich überlege, ob ich wirklich nochmal mit den Moshops hingehe. Oder ob ich einfach. Dann mit dem Reifen. Schaut mal, der ist jetzt fast wieder voll. Das ist sehr schön. Der kann mich wenigstens verteidigen. Aber Leute, das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Ich muss sagen, meine Base finde ich gar nicht mal so schlecht. Allerdings hätte ich hier halt wirklich gerne mein Schloss drauf gebaut. Daran wird sich nichts ändern. Ich werde das Schloss bauen. Muss nur mal sehen, hier wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Mit der Senke, je nachdem, wie groß ich meine Fläche haben will. Wir schauen mal. Ihr seht, es gibt noch.
viel zu tun in Zukunft. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spieleparadies mit mir, Simaxi. Bis dahin, macht's gut und tschüss.